Hallo und willkommen zurück zu Sesteles. Ich bin Miriam und ich habe heute für euch eine Buchrezension. Und zwar von dem Buch von Greg McKeown, Essentialismus, die konsequente Suche nach weniger. Ein neuer Minimalismus erobert die Welt. Bei, ich glaube, der letzte Untertitel ist eine Erfindung der deutschen Übersetzung. Im Original kommt das jedenfalls so nicht vor. Ich habe dieses Buch ungefähr vor 2,5 Wochen gelesen und seitdem drücke ich mich so ein bisschen um diese Rezension. Nicht, weil ich nicht weiß, was ich über dieses Buch sagen möchte, sondern weil ich das Gefühl habe, dass Essentialismus mittlerweile so ein bisschen so ein Eigenleben angenommen hat und im Netz sehr stark präsent ist und auch sehr stark dargestellt wird. Minimalismus, Essentialismus so gegeneinander irgendwie gestellt werden. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt dieses Buch rezensiere, dann muss ich euch auch gleich erklären, was der Unterschied ist zu Minimalismus und was besser ist, in Anführungsstrichen. Und diese Aufgabe erscheint mir jetzt gerade sehr überwältigend. Deswegen zwinge ich mich jetzt dazu, diese Rezension zu machen, weil ich auch mein nächstes Minimalismusbuch lesen möchte. Da bin ich schon sehr scharf drauf. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal so. Und bitte erwartet nicht, dass das hier jetzt eine perfekte Diskussion Minimalismus versus Essentialismus ist. Ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz basic an. Wir sprechen über das Buch und zwar erstmal sozusagen über die zentrale These in diesem Buch. Die zentrale These ist nämlich weniger, aber besser. Es geht nicht darum, mehr zu tun, sondern die richtigen Dinge zu tun. Das ist im Prinzip der Kern dieses Buches, worüber der Autor dann letztendlich 250 Seiten oder so geschrieben hat. Im Deutschen 300, im Englischen sind es nur 250. Im ersten Teil des Buches verbringt er dann auch sehr viel Zeit damit zu erklären, was die Vorteile von so einer Vorangehensweise sind, warum wir das nötig haben in der heutigen Welt. Und zwar erklärt er das Paradox des Erfolges. Und zwar, wer in einer Sache Erfolg hat, der bekommt mehr Gelegenheiten für Projekte oder für neue Stellen, wodurch sich aber der Fokus verliert auf das, was man eigentlich tun will. Und man verzettelt sich dann irgendwann, macht nicht mehr das Y, worin man eigentlich gut ist, sondern macht irgendwie andere Dinge, denen man aber nicht so viel Zeit und nicht so viel Aufmerksamkeit schenken kann, weil man halt nicht nur Y macht, sondern Y, X, W, Z, A und sämtliche anderen Buchstaben. Es geht mehr darum, oder etwas, was er immer wieder sagt, ist, man kann entweder millimeterweise Erfolg in 1 Million verschiedene Richtungen haben oder man kann einen signifikanten Erfolg in eine Richtung haben, also alles bündeln, fokussieren. Dazu muss man natürlich zu vielem Nein sagen. Nein sagen zu allem, was nicht den eigenen Werten und Zielen entspricht. Man kann halt nicht alles machen, man kann nicht alle Probleme lösen, aber man kann sich aussuchen, welche Probleme man haben möchte. Dann gibt es drei Teile, in denen er diese Vorgehensweise, diese Theorie in der Praxis betrachtet. Der erste Teil, da geht es darum, wie kann ich das erkennen, was mir wichtig ist? Und im zweiten Teil geht es darum, wie kann ich das Unwichtige weglassen, das ich ja jetzt identifiziert habe. Der letzte Teil ist dann, wie kann ich das Wichtige bzw. das Richtige zu tun so einfach wie möglich machen. Ich persönlich mag vor allen Dingen das letzte Kapitel. Da geht es darum, die Hürden zu beseitigen und Änderungen in ganz kleinen Schritten durchzuführen. Also praktisch das Leben und das Handeln, das Sein zu optimieren, indem man Sachen weglässt. Hier geht es auch darum, dass das essentialistische Handeln zum essentialistischen Sein wird, also dass man praktisch ein Essentialist ist und nicht nur so handelt. Es gibt im Text dann immer wieder Gegenüberstellungen von Nicht-Essentialisten und Essentialisten, was die oder derjenige tun würde. Also das Typische, das ist etwas schwarz und weiß, aber das verdeutlicht die Punkte nochmal. Er hat auch im Text ganz viele Beispiele von Menschen, die halt zum Beispiel ja erfolgreich etwas verbessert haben in ihrem Leben oder die einfach gesagt haben, checke meine Mails nur zu bestimmten Zeiten oder die Nein zu bestimmten Projekten gesagt haben oder die eine bestimmte Business-Strategie verfolgt haben, dass sie zum Beispiel auf ihrem Gebiet, nur auf ihrem ganz engen Gebiet in ihrer Nische erfolgreich waren, weil sie halt da wirklich durchgezogen haben. Ihr seht jetzt an diesen Beispielen, die ich gerade genannt habe, dass dieses Buch tatsächlich eher ein Business-Buch ist. Also die Beispiele kommen eigentlich zu einem größten Teil aus der Sphäre der Arbeit und damit kommt auch das,
was ich an Businessbüchern nicht so sehr mag, nämlich diese ganzen Dinge kann man, wenn man sie auf die Arbeitswelt anwendet, nur in bestimmten Jobs machen. Also es ist nur eine gewisse Art von Angestellten, die das machen können. Es sind hauptsächlich Berufe im Büro. Also wenn ihr keinen Beruf im Büro habt, dann ja, man kann es vielleicht übertragen, aber es ist jedenfalls nicht so klar und auch die Beispiele treffen dann weniger auf euch zu. Und es sind auch eher die höher gestellten Angestellten, die diese Sachen umsetzen können. Also nicht jeder kann sich leisten, Nein zu seinem Chef zu sagen. Ne? Und die Beispiele kommen auch sehr oft und eigentlich fast nur aus dem Bereich Bank, Finanzen, Berater, Unternehmensberater, Manager, halt Führungskräfte. Und ich muss sagen, ich mag Businessbücher an sich nicht so. Ich finde die halt sehr eingeschränkt. Ich finde es sehr schwierig, das umzusetzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich habe jetzt keinen Job, der so mega wichtig ist oder wo ich viel beeinflussen kann. Ich bin halt mehr ein kleines Rädchen. Ich muss das machen, was mein Chef mir sagt. Das ist ja auch okay. Aber ja, also da ist so ein bisschen, da fällt es mir schwer, dieses Buch irgendwie auf meinen Alltag zu übertragen. Und was natürlich auch fehlt, sind so Beispiele aus dem privaten Leben, aus dem häuslichen Leben. Es wird immer ein bisschen erwähnt am Rande, aber es ist doch mehr konzentriert auf die Arbeit. Das habe ich tatsächlich nicht gedacht. Also ich bin eigentlich mit relativ wenig Erwartungen rangegangen. Ich wusste zwar ungefähr im Prinzip, was Essentialismus ist, aber ich wusste nicht, aus welcher Perspektive er schreibt und es ist halt eine Business-Perspektive. Und so Sachen, wie wir jetzt vom Minimalismus kennen, das Ausmisten zum Beispiel, was ja mal an erster Stelle kommt, das wird dort eher weniger erwähnt. Ja, ich bin trotzdem froh, dass ich es gelesen habe. Ich finde, wie gesagt, gerade das letzte Kapitel finde ich sehr gut. Ich finde dieses, seine Umgebung und sein, ja, seinen Alltag so zu gestalten, dass man praktisch immer automatisch die Entscheidung trifft, die man sowieso treffen will und sozusagen in kleinen Schritten sich verbessert, finde ich super. Auch wenn das Ganze an sich so mit den Beispielen überhaupt nicht auf meine Situation zutrifft. Das ist aus einer sehr privilegierten Perspektive geschrieben. Es gibt da zum Beispiel einen, der ist, glaube ich, hat Burnout oder so und verbringt dann erstmal ein Jahr in Südfrankreich, was ich mir überhaupt nicht erlauben kann, aber. Ja, wenn ihr mich jetzt fragt, soll ich das lesen, sage ich, weiß ich nicht. Dadurch, dass das Konzept eigentlich relativ simpel ist und halt hauptsächlich von Wiederholungen und Beispielen lebt, würde es im Prinzip auch reichen, da eine Zusammenfassung zu lesen. Wenn ihr da irgendwo eine gute Zusammenfassung, also einen Zeitungsartikel oder sowas findet, dann ist das tatsächlich ein Buch, was man tatsächlich relativ kurz zusammenfassen könnte. Und diese ganzen Beispiele, die polstern das nur nochmal aus. Also ich kann es euch nicht direkt sagen, wenn es euch ganz doll interessiert. Ja, ansonsten muss ich sagen, dadurch, dass dieses Buch so businessorientiert ist, ja, ist halt nicht für jeden. Okay, kommen wir zum Schluss kurz zu diesem ganzen Komplex Minimalismus gegen Essentialismus und so. Ich habe mir ein paar Videos zu dem Thema angeschaut und es gibt ja Leute, die anscheinend darauf bestehen, dass sie keine Minimalisten sind, sondern Essentialisten, was ich nicht abstreiten kann. Also wenn sie sich so definieren, dann ist das so. Ich sehe allerdings den Unterschied tatsächlich nicht so krass. Also nach der Lektüre des Buches ist es so, der Essentialismus beginnt mit dem Handeln, mit Terminen, mit Projekten, mit Zeit und ist mehr businessorientiert. Und der Minimalismus beginnt ja erstmal mit dem Materiellen, mit dem Privaten. Und ich finde aber, dass wenn man Minimalist ist, dann ist dieses Motto weniger aber besser eigentlich schon so ein bisschen mit eingebaut. Also ich glaube, es gibt wenige Minimalisten, die sich nur auf das "Ich misste meinen Kleiderschrank" aus konzentrieren und dieses "Was sind meine Werte? Ist das, was ich mache? Ist das, was ich kaufe? Ist das, was ich ausmiste? Ist das, was ich arbeite, mit meinen Werten zu vereinbaren?" Ich glaube, die meisten kommen dahin. Es fängt mit dem Materiellen an, aber es geht ja auch immer weiter. Und ich glaube auch, dass ja der Essentialismus eher ein Teil des Minimalismus ist, als irgendwie davon getrennt. Die haben halt auch sehr viel gemeinsam. Es geht halt immer um das Warum. Was sind meine Werte? Was sind meine Absichten? Es geht um Loslassen, es geht um Nein sagen. Und ja, ich weiß nicht, ob man jetzt das tatsächlich so streng trennen muss, denn ich finde, das ist irgendwie, die sind sehr enger miteinander verwandt, als viele, glaube ich, zugeben
möchten, zumindest auf der Essentialismus-Seite. Ich finde auch einfach am Minimalismus, das Gute ist, dass der Minimalismus konkreter ist. Also es lässt sich besser und schneller und konkreter umsetzen als der Essentialismus. Und ich glaube, dass es auch alltagstauglicher ist. Also ja, wir handeln vielleicht am Anfang eher oberflächlich, indem wir sagen, ja, ich möchte eine schöne aufgeräumte Wohnung haben, ich möchte nicht mehr so viel wählen müssen. Aber genau das ist es ja, was die Essentialisten auch machen, nämlich Nein zu Sachen sagen, sich bewusst für etwas bzw. gegen etwas entscheiden. Und deswegen, ich sehe da jetzt nicht so den Riesenunterschied. Insgesamt bin ich froh, dass ich dieses Buch gelesen habe. Ich verlinke euch auch mal den Podcast von Ian McEwan. Der ist sicher auch nochmal sehr interessant für euch. Ja, ich würde mich mal interessieren, falls ihr euch Essentialisten nennt, warum seid ihr keine Minimalisten? Seht ihr da irgendwie einen Widerspruch drin? Weil ich sehe ihn jetzt nicht so wirklich. Das ist für mich eher, also wenn das so ein Kreisdiagramm wäre, dann würde sich das fast überschneiden. Aber super interessant. Ich bin froh, dass ich es gelesen habe. Ich bin auch froh, dass ich jetzt diese Rezension hinter mir habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann.